So, das Wasser ist jetzt am Kochen. Die Akustik ist wahrscheinlich wegen dem Wind nicht so wirklich der Burner und ich zeige jetzt einfach mal, wie es weitergeht. Dafür braucht man, glaube ich, keine Anweisung. Jetzt kippe ich da Haferflocken rein. Genau wie viel weiß ich nicht, weil ich kippe sonst immer das heiße Wasser auf die Haferflocken. So, und jetzt muss man halt sich wirklich ranhalten, den ganzen Kram umzurühren. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt kommt erstmal die Marmelade rein und dann noch mehr Haferflocken, so lange bis es dick ist. Das sieht jetzt erstmal ziemlich einfach aus, das Essen, aber es schmeckt schon geil, wenn man es einmal gegessen hat. So, Kameraausschnitt ist wahrscheinlich jetzt ziemlich sinnlos, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem irgendwie was mitkriegt. Also hier die Marmelade. Und ich guck mal, wie viel ich davon jetzt reinhaue. Wahrscheinlich schon recht viel. Ich weiß nicht, manche Leute nehmen auch Honig, aber ich mag das mit Marmelade ganz gerne. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Ich mache ja auch nur Vorschläge. Wie ihr es dann nachher genau macht, ist ja euch überlassen. So, jetzt kippe ich hier mit dem Löffel Marmelade zu. Jetzt kann man schon essen, es ist eher so eine Suppe, aber weil ich satt werden will, kippe ich noch mehr Haferflocken dazu. Dafür muss ich mal kurz wieder. So, einen Moment. So. Die Konsistenz könnt ihr halt, sage ich mal, damit bestimmen, indem ihr das Verhältnis zwischen Wasser und Haferflocken halt entsprechend anpasst. Gerade zu dick würde ich es nicht machen, gerade wenn ich es hier nochmal, wenn ihr es ein bisschen kochen wollt, weil es sonst anbrennt. Und angebrannte Haferflocken kriegt ihr wirklich schwer ab. Gestern ist mir der Topf auch ein bisschen angebrannt. Da habe ich den mit Gulasch sozusagen befüllt und dann gekocht und ein bisschen zu wenig umgerührt, weil der Topf so extrem voll war. Und ja, ich habe es mit Zitronensäure, so einem Topfreiniger, so ein Allzweckhausreiniger wieder sauber gemacht, so wie es drauf stand. Kann ich empfehlen, das ging wirklich schnell. Da konnte ich nachher das alles abschaben, ganz einfach mit dem Messer. Ist abgefallen, ist abgeblättert der Dreck. Ja, jetzt kocht es langsam. Also mehr muss es auch nicht. Eigentlich reicht es, wenn ihr heißes Wasser nimmt und es drüber gießt. So, deswegen kommt der Kram jetzt mal runter. Und ich werde mal gucken, ob ich da noch ein bisschen Marmelade reinkloppe. Also das Feuer brennt hier noch super. Jetzt werde ich mir wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen die Hände wärmen. Und ja. Bis gleich.